Ja, du schaust ein bisschen herum und irgendjemand, ihr dürft alle Geografie würfeln, um euch zu orientieren, denn jetzt müsstet ihr selber hier erstmal auf so einer Karte herausfinden, wo ihr denn herkommt, wo ihr denn wohnt, wo euer Zuhause ist und wie weit ihr überhaupt gereist seid. Ephadaios weiß, dass sein Zuhause nicht auf dieser Karte verzeichnet ist und kann Bascha dann zwei Tischreihen weiter drauf tippen, da wo gar keine Karte mehr ist, was Bascha erstmal überhaupt nicht versteht. Da wohnt er, also zwei Tischreihen weiter, versteht sie nicht. Die Karte hat schon längst aufgehört. Was soll das? Ist Aber halt ganz weit weg. Brindigian kann sehen, wo er herkommt. Und ich glaube, wir machen das dann doch nochmal an dieser Karte, denn die ist beschriftet. Und er kann sogar Wascha dann helfen, wenn Wascha sagt, sie kommt aus Baburin, wo denn Baburin ist. Ist Baburin noch drauf? Baburin müsste hier sein. Hier ist irgendwo Baburin. Muss nicht hier sein. Meinst du noch weiter Warum drüben? ein bisschen weiter links, oder? Ja. Ungefähr da, also auf Hälfte zwischen Zorgern und Perikum und dann so ein bisschen weiter nach links, beziehungsweise auf der Karte dann nach Westen. Sieh mal, Washashida, vor einigen Wochen sind wir hier einmal quer über Maraskan gewandert. Von hier, die dann zeigt auf Boran, dann bis hier. Hier irgendwo müsste Helmenport sein, wo wir auf das Schiff gegangen sind. Und dann ist hier Oh, es Kundrum. hat sich anders angefühlt. Ja, In so eine Karte Ewigkeit. da sieht man die Größe der echten Welt. Naja, kann es nicht wirklich abbilden, das stimmt schon. Moment, wo sind wir jetzt? Hier, Kunchum, deutet auf die Karte. Dort sind wir. Ach ja, da, natürlich. Aber sag mal, so eine Karte ist doch wahnsinnig teuer, oder? Also mein Vater hat mal gesagt, wir können uns keine leisten. Naja, gute Karten, die sind viel wert. Derjenige, der sie sich anfertigt, der muss dafür auch meistens einiges bezahlen. Außer er kopiert sie sich selber, aber das ist eine mühsame Arbeit. Naja, wie ist es denn mit euch, mein geleiter Herr? Achso, ja, Brindijan. Habt ihr häufig Sachen abschreiben müssen in eurer Ausbildung? Oh, also während meines Studiums, da habe ich äußerst viel abschreiben müssen. Ich habe doch einige Zeit draußen im Dschungel verbracht, das war mir durchaus lieber. Aber natürlich, wir mussten viel schreiben. Gerade Sprachen haben wir sehr zugesagt, muss ich sagen. Aber Kartenzeichnen, na, da kenne ich auch nur die Grundlagen. Ich glaube, ich könnte nicht so eine Karte zeichnen, wie wir sie hier haben. Naja, Übung macht den Meister, nicht wahr? Hier diese Karte vom Golf von Sutak. Und hier vom Golf von Perikum und vielleicht sogar die Tropische See. Das sind alles Karten. Also die Küsten hier. Das wird alles für uns ziemlich wichtig werden. Kosti, eine Frage. Auf den Karten, die wir sehen, haben da quasi auch abergläubische Seemänner sowas wie diese Karten eingezeichnet oder sehen wir wirklich nur die einzelnen Teile? Also sieht Boscha quasi diesen Riesenviech auch auf der Karte, die wir jetzt gerade haben, oder ist da wirklich nur das Land eingezeichnet? Ich glaube, das ist sogar eine Ingame-Karte, ja. So, dann ja, würde ich natürlich mal auf dieses Ding da deuten. Also, wenn du hier oben siehst, das ist sogar beschriftet. Okay. Da hat man sogar nicht nur diese Fischchen gezeichnet, sondern das auch sogar nochmal kommentiert in einer eigenen, krakeligen Handschrift. Und dann auch noch so dieses Kommentar, dass man den vor Valussa gefangen hat. Also, ja, Valussa ist dann irgendwo, hier ist Ilso, hier ist Valussa. Das heißt, naja, wenn man so einen pervertierten Fisch da oben findet, dann muss da wohl auch noch irgendwie blutige See sein. Das ist schon ziemlich erschreckend. Sag mal, dieses Riesending da, sollte man mit dem Finger da auf die Karte. Sowas treffen wir da auch, wenn wir auf dem Schiff sind? Weiß nicht, das sieht komisch aus. Einfach nein, also ihr kennt euch doch mit sowas aus. Also das hier unten ist eindeutig eine Krake oder Oktopus, heißen sie, wenn sie acht Arme haben. Aber das ist ja riesig. Guck mal den Vergleich, wie groß das ist und wie groß Maraskan ist. Hält die Finger daneben und guckt quasi so, oh, groß. Ach, Wascha, hier, schau dir doch mal dieses Schiff hier an. Ich glaube, es ist eine Zedracke. Die ist auch genauso groß gemalt wie Maraskan breite ist, aber das stimmt natürlich nicht. Da steht aber Galeere drunter. Galeere? Ah, richtig, kein Zedrak, eine Galeere. Da kann ich ja vom Glück reden, dass ich
nicht von seinem Ding gefressen wurde, als ich über Bord ging. Also in Wirklichkeit sind sie nicht so groß, aber es gibt schon Kraken. Kraken, das sind ja auch die Tiere von Efferts Widersacherin. Also der Kapitän damals hat erzählt, dass es riesige Kraken gibt, die so groß sind, dass sie ganze Schiffe fressen können. Verdammt, kratzt hier am Kopf. Also so einen habe ich noch nicht gesehen, aber solche Geschichten habe ich durchaus schon gehört. Wenn man den sieht, ist das bestimmt auch das Letzte, was man sieht. Wenn der einen dann auffrisst. Mit dem ganzen Schiff. Pass auf, hast du schon mal ein Ifernzahl gesehen? Ein was? Ein Ifernzahl. Jalan, warst doch dabei. Erzähl dir mal, wie groß das Ding war. Ein riesengroßes Tier. So, fast so groß wie zwei Ruderboote hintereinander. Ein Hai, der so groß ist. Weit größer als zwei Ruderboote, behaupte ich. Und das Maul. Zähne um Zähne um Zähne. Und der hat versucht, euch zu fressen? Ja, aber am Ende haben wir ihn dann gefressen. Was? Ja, wir uns ist der Proviant auf hoher See ausgegangen und haben wir uns entschieden, auf Haiejagd zu machen. Wir haben etwas Blut ins Wasser getropft und sie... Moin, moin. Werte Daumi. Ein alter Seemann tritt heran, er hat sich eine Pfeife angesteckt und schwenkt die gerade so ein bisschen in der Luft herum. Auch wenn es eine Bibliothek ist, das interessiert ihn nicht. Hat seine Mütze so ein bisschen halb schief aufgesetzt. Und ja, mustert Wascher gerade so ein bisschen. Rodrigo ist natürlich auch irgendwo dabei, aber der scheint gerade sehr vertieft in die Karten zu sein. Kann ich euch helfen, werte Dame? Oder meine Herrens? Mein Gebäude? Ihr seht so aus, als ob ihr gerade nicht so wisst, was ihr da vor euch habt. Seekarten. Soweit waren wir dann auch. Vielen Dank auch. Was wollt ihr wissen? Ich kann euch alles erzählen. Wo ist denn Tobrien? Tobrien? Ein Moment. Also, meine Herren, wir befinden uns gerade hier. Hier ist Gunchio. Und wir müssen jetzt, wenn wir Tobrien erreichen wollen, das sind dann diese Berge hier. Hier, alles das, was von diesen Bergen eingezäunt wird. Das ist Tobrien. Früher war das Malhanien. Und das ist bis zu diesem Teil. Hier kann man noch sehen. Diese Karte ist ein bisschen vollständiger, nicht nur so ein paar Küstenkarten, Küstenstriche, sondern ganz Aventurien. Und hier kann man sehen, das ist wohl Yol Gurmak. Das war früher mal Ysilia und der Hauptsitz, aber mittlerweile nicht mehr. So, und bis hierhin ist Schwarz Tobrien und ja, das Tobrien. Was wollt ihr noch wissen? Das war eine blöde Frage. Kommt man von hier besser mit dem Schiff oder mit dem Überland dorthin? Ihr wollt nach Tobrien? Ja, schwere Frage. Wenn ihr von Schiff, natürlich nach Norden wollt, müsst ihr erstmal an dem Delta vorbei. Das dauert auch ein bisschen. Ich würde sagen, die schnellste Route ist über den Manari, an Rashtul am Meerwit vorbei und dann nach Fasar. Da kommt ihr dann auch gar nicht am Oronischen Reich vorbei. Das ist nämlich direkt hier im Norden fängt das an. Hinter so einer stacheligen Hecke. Das heißt, es gibt auch einen Landweg, aber da sind die Ferkinas und die schlagen einem dann den Kopf ab und essen ein. Das heißt, der Landweg ist nicht zu empfehlen. Ganz gefährliches Pflaster. Gerade im Übergang von Barbarin zu Perikop. Das ist gefährlich, beim Rashtul zwar. Ja, und die See ist auch gefährlich. Am besten man bleibt in Kontiop, nicht wahr? Maraskansund. Der war früher mal gut befahrbar. Ein paar Stürme um Maraskan rum, aber mittlerweile ist das alles blutige See. So, und dann von Kuntium aus hier immer Richtung Norden und dann an Al-Burum großen Schwenker drum machen, an Janka vorbei. Da musst du wissen, da kommt keiner mehr rein, seit er der riesige, diese Scherenwurm da sitzt. Einfach in Richtung Norden und dann musst du dich vor der Piratenküste in Achtung nehmen. Da sitzt nämlich Xeran mit seinen Piraten. Da musst du aufpassen. Ja, und dann kannst du entweder anlegen in Beilung oder in Ilsur oder in Valusa, aber aus Ilsur kommst du auch wieder nicht raus, weil es belagert. Da kommt keiner rein und keiner raus und Beilung ist auch belagert. Am besten, du reist nach Festum oder nach Valusa und von da aus kannst du dann Tobrien betreten über den Landweg. Wir wollen aber nicht weg von Schwarz-Tobrien, wir wollen hinein. Ja, aber das Problem ist... Naja, ihr könnt natürlich auch die schwarzen Städte anlaufen.
ist wahrscheinlich Mendana als Hafenstadt. Gibt natürlich noch ein paar andere kleine Dörfer, da könnt ihr dann auch anlegen, direkt an Schwarztobrien. Also hier, boah, da müsst ihr besonders aufpassen, weil da gefährliche Piraten sind. Um Rulat und Tisa herum. Gefängnisinsel, müsst ihr wissen. Und wenn ihr den Piraten aus dem Weg gegangen seid, dann könnt ihr auch über den Landweg nach Schwarztobrien rein. Dann könnt ihr euch halt aussuchen, gegen welchen Heptarchen ihr kämpfen wollt, ja? Hier in Wahrung sitzt dann der schwarze Drache. Und. Oh. An Yol'Gurmak sitzt dann der Dämonenkaiser. Es gibt viel zu viele Heptarchen und wir haben viel zu wenig Zeit. Was macht man denn, wenn man einem Piraten begegnet? Kommt immer drauf an, ne? Also, wenn du ein guter Chef hast, dann bekämpfst du die Piraten. Versinkst. Und wenn du ihnen an Land begegnest, dann lädst du ihn auf ein Bier ein. Warum denn das? Wirklich. Ja, was willst du sonst machen? Na, ihn aufknöpfen, so wie sich's gehört. Seemann wie alle anderen. Ein Seemann. Oh ja, mir fällt gerade etwas ein. Ephadaios, ihr wisst doch noch, als wir Maraskan hinabgesegelt sind. Da war doch dieses Dorf, an dem wir vorbeikamen. Wisst ihr noch, wie das hieß? Wo war denn das Dorf? Irgendwo nordwärts von Boran, glaube ich. Vierundwärts. Was? Boran meinst du? Nee, Boran war kein Dorf. Nee, nordwärts von Boran da. Wir sind doch an diesem Dorf vorbeigekommen und wir spekulierten auch darüber, ob es nicht klüger wäre, in solchen Ortschaften an- und abzulegen, anstatt jedes Mal Boran in den Hafen zu segeln. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Achso, lass mich einmal kurz überlegen. Ich hatte gehofft, man könnte das vielleicht auf dieser Karte sehen. Ich weiß ja auch gerade nicht mehr. Also, OT gesagt, Brindigion hatte die erste in Boran getroffen. Das heißt, da könntet ihr ihn gar nicht drauf ansprechen, der weiß das nicht. Deswegen spreche ich ja auch einfach Ragnos an, der war ja der Einzige, der dabei war. Aber und vielleicht kenne ich ja ein paar Dörfer, die da nördlich von Boran sind. Ja, vielleicht kann ich da mal so ein, zwei Namen nennen. Ustaran und Charasim, das sind aber auch, wie gesagt, dann alles Dinger, die ihr dann umgangen seid. Gipflak, meinst du Gipflak? Ich glaube, ganz oben, Gipflak. Dieser hier. Ja. Wir hatten jedenfalls einmal darüber gesprochen, ob es sich nicht lohnen könnte, eines dieser kleinen Dörfer, zu befreien oder als Anlaufpunkt der Maraskan zu verwenden zu können, anstatt jedes Mal in besetztem Gebiet anlaufen zu müssen. Das lag, glaube ich, auf dem Gebiet des Baron Perlmeer, ehemaligen Gebiet, was auch immer. Ich kenne den Baron Perlmeer. Mensch. Guter Mann. Ich glaube, der ist mittlerweile verurteilt. Deswegen. Ja, weil er sich dem Admiral angeschlossen hat. Ja, das ist ein Problem, das uns alle früher oder später betreffen wird. Aber was, Admiral Zorni oder wem hat er sich angeschlossen? Was, Admiral Zorni? Aber du, Kornflötz ist ein guter Mann, also lasst euch da jetzt davon nicht verurteilen. Also mag zwar sein, dass die Mittelräucher nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen sind, aber hier in Kuntium ist es uns völlig egal. Deswegen bin ich auch hier. Kuntium ist ein Freihafen. Ja, hier gelten die Gesetze vom Mittelreich nicht. Leider. Perikum wird dafür verhaftet, aber hier nicht. Ja, werdet ihr auch gesucht, oder wie ist das? Nein, ich werde nicht gesucht. Aber ja, ich hatte am Anfang auch meine Vorbehalte gegenüber Admiral Sarnin, aber wenn man erlebt, was hier alles so abgeht, kann man den Mann verstehen. Sarnin ist wahrscheinlich einer der besten Kapitäne, die es gibt, mein Junge. Also, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu der Karte? Ich kann euch alles erklären. Von Kuntium nach Süden wird auch nicht besser. Der ist ja nur Talusa mit seinem schwarzen Elfen. Der ist auch nicht. Vertreibt alle. Schwarzen Elfen. Wenn du noch weiter nach Süden gehst, dann ist der Seedem, ist auch nicht besser. Und noch weiter im Süden ist der Alanfa, auch nicht besser. Und noch weiter im Süden ist Charypso, auch nicht besser. Ich sag dir, einfach in Kuntium bleiben, kannst du nichts falsch mitmachen. Ja, dann starten mittlerweile nur noch auf die Karte, wie weit südwärts es da überhaupt noch geht. Und geht nicht nach Fasar. Das ist auch nicht besser. Sag, Bruder, Schwester, kommen eigentlich in letzter Zeit auch Schiffe ganz aus dem Norden hier unten an? Aus Festum zum Beispiel? Aber die Pfeffersäcke sind die letzten, die hierher kommen.
Bei Lucia ist wohl vor einiger Zeit gar nichts mehr los. Kann sein, dass da der Hafen zugefroren ist. Im Winter ist das richtig eisig da oben. Ja, die Pfeffersäcke, die fahren dann ja, sehr regelmäßig noch runter, aber die sind dann schwer bewaffnet. Das sind dann immer so Leute, so Händler, die warten dann immer, bis sie dann 10 oder 15 Schiffe beisammen haben, und dann bieten die sich da ein paar andere Galeeren, die sie dann da beschützen, oder so ein paar Koggen, die dann hoch bewaffnet sind, und dann fahren die los. Und das ist dann natürlich so eine, ja, ich sag mal 30 Schiffe, die dann da in einer Kohorte fahren. Aber wenn die Piraten das sehen, dann werden die natürlich extrem angegriffen. Na, dann kommen alle Piraten aus den Löchern und dann greifen die nicht alleine an, was sie normalerweise machen, sondern greifen die auch an. Auch mit 30 Schiffen oder so. Ja, wenn Xeran da Wind von bekommt, dann ist aber. Dann musst du auch mal einen Djinn in den Wind, im Windsegel haben. Ne? Ja, oder dich hier gut an den Küsten auskennen. Apropos, gibt's hier bei der Flottmeisterei jemanden, der Karten für einen abzeichnen kann? Ja, das machen wir sicherlich. Also, je nachdem, wie groß oder klein die Karte sein soll, dauert das ein bisschen wie genau. Gut, gut. Ah, von denen werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich brauche natürlich auch erstmal ein Schiff. Ich werde das kratzen mit meinem Kopf. Was das angeht, reden wir draußen mal drüber. Ich denke, es gibt da gute Nachrichten. Oh. Aber sagt, guter Mann, ich habe euren Namen gar nicht mitbekommen. Ich bin Knut. Knut, natürlich Knut. Ist es denn möglich, irgendwo eine solche Seekarte zu bekommen? Ihr wisst schon, zum Mitnehmen? Ja, wie gesagt. Also, solange das keine geheimen Informationen sind, dann kannst du die hier abfertigen. Sagst du einfach, hier, ich will die und die Karte und die soll so und so genau sein und der Maßstab. Und dann kannst du die hier kaufen. Also es dauert natürlich, bis sie angefertigt ist, weil sowas haben wir hier nicht rumliegen. Und ja, wenn wir dann unsere kleinen Jungs hier fertig zeichnen sind, dann kriegst du die. Und was kostet sowas? Ja, vielleicht so 10 Dukaten, 20 Dukaten, 70... Ja, je nachdem wie genau und wie groß. Ja, dann macht den Mund auf, um was zu sagen, klappt ihn dann wieder zu, besinnt sich eines Besseren und wendet sich erstmal zu seinen Reisegefährten um. Wir brauchen solche Karten, oder? Auf jeden Fall. Je mehr Informationen wir haben, also vor allem, wo wir hier unser Schiff, wenn wir dann eins irgendwann mal haben, sicher anlaufen können. In irgendwelchen geilen Buchten. Sowas ist eine Information, die brauchen wir unbedingt. Wir wollen ja schließlich nicht versehentlich mit der falschen Beflaggung in Boron einsegeln. Genau, also vielleicht sogar Karten, in denen das politische Geflecht oder gerade die Flotten eingezeichnet sind. Ich glaube, um solche Standorte zu kriegen, müssten wir eher bei unseren speziellen Freunden nachfragen. Na gut. Ja, dann wendet sich dann wieder Knut. Ja, wir brauchen welche. Ja, wie gesagt, gebt das in Auftrag und dann machen wir euch da eine Karte draus. Bei euch? Gut. Oder gibt's da hier jemanden? Ja, vorne in den Büros. Sehr wohl. Es waren hier überall Karten zu Aventurien und zum Perlenmeer. Haben wir hier irgendwo auch Pläne für Schiffe? Ja, Pläne für Schiffe haben wir ja auch. Also wenn es euch nicht stört, ich würde da gerne noch ein bisschen stöbern. Ja, ihr seid fertig, stöbert. Ja. Lanijan, Wascha, ich weiß jetzt nicht, wie es mit euch ist. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ja, wir haben noch einige Dinge zu erledigen, denke ich. Willst du nicht erstmal mitkommen in unsere neue Unterkunft? Oder willst du auch die nächsten Tage weiter auf deinem neuen Haus schlafen? Ach, euch wurde schon der Kontor gezeigt. Heute früh, ja. Ach so. Ebenfalls informiert uns Hauptmann Angenbruch darüber, dass wohl auf der Ukuri, auf der wir herkamen, ein gewisser Leerstand herrscht. Ja, das dachte ich mir fast. Und dass wir diesen doch auszufüllen gedenken. Wie? Das heißt, wir sind jetzt...
glaube, das ist alles nicht so ganz mit den örtlichen Potentaten abgemacht. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Jedenfalls sollte mir vielleicht nicht allzu viel Licht drauf scheinen. Okay. Ja, ich kann auch nochmal nachher kommen. Den Kontor, den schaue ich mir doch gerne auch mal an. Oh. Habt ihr schon gefrühstückt? Ja, im Dolomedia. Achso, okay. Ihr wolltet ja unbedingt auf dem Boot schlafen. Ja, das war auch toll. Hab Alrik kennengelernt. Guter Fischer, guter Mann. Meinte, er hätte hier auf Manadi eine Arche gesehen. Glaube ich irgendwie nicht. Hab ihm nur erzählt, wie eine Arche aussieht. Puh. Wäre echt unheimlich. Und hoffentlich habe ich gehört, dass sie über Land laufen können. Ja. Knut? Knut, seid ihr noch da? Ja, glaube ich, noch da. Ich habe hier Schnack von einer Arche gehört, die hier in Manadi hoch gesegelt ist. Nee. Das erzählen die Fischer gerne, aber das ist nicht hier in diesem Delta, das war der südlich. Bei Avalkim und bei Stierbuckel und so. Die sitzen weiter in den Sümpfen drinne. Hier in dem Kuntium-Delta hast du nur Piraten. Ich sag dir das. Piraten ohne Ende. Oh Mann, naja, der Schnack ist wahrscheinlich ganz gut, um die Piraten etwas im Zaum zu halten. Naja. Gut, danke, ihr Knut. Jo. Er klopft seine Pfeife auf dem Boden aus, tritt die Asche so ein bisschen rein und stopft sie sich nochmal neu. Steckt sich dann nochmal so einen alten Kautabak in den Mund und fängt dann an. Du kannst auch sehen, wie er kaut mit offenem Mund, wie seine Zunge sich schwarz färbt unter Speichel und spuckt da einmal aus. Ein richtiger Seemann. Gut. Ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier natürlich noch ein bisschen weiter rumgucken. Ansonsten könnt ihr dann wieder zurück zu eurem Kontor, wenn das jetzt euer Anlaufpunkt sein sollte. Denn Verdaius weiß ja gar nicht, wo das ist. Und der weiß auch noch nichts, dass ihr noch nichts davon, dass ihr die Ukuri kriegt. Richtig. Genau, also Verdaius würde... Doch, das haben wir mir gerade gesagt. Daraus würde OT auf jeden Fall nochmal herkommen, um so ein bisschen Schiffsbaupläne zu studieren und zum Beispiel auch was Segel angeht, um potenziell die Ukuri dann mal aufzurüsten. Ja, also das soll gar kein Problem sein. Wie gesagt, in den paar Wochen oder paar Tagen, die ihr dann habt und dann ihr Freilauf, Leerlauf habt, kannst du da auf alle Fälle nochmal herkommen. Du bist da nicht den ganzen Tag am Schmieden deiner, beziehungsweise nicht Schmieden, sondern am Schneidern deiner neuen Rüstung und deines Schildes. Und das soll auf alle Fälle dann auch drin sein. Ich würde gerne die anderen fragen, ob wir von der Gruppenkasse ein bisschen was ausgeben, um schöne Bundi-Tücher zu kaufen, um das Lager ein bisschen schöner einzurichten. Was für Tücher? Naja, wir könnten zum Abtrennen, damit jeder seinen eigenen Schlafbereich hat und einfach damit es etwas netter und wohnlicher aussieht. Ich dachte so an rote Farben, vielleicht rot und orange und gelb und sowas halt. Das klingt ja so, dass das ziemlich groß wäre, was wir da bekommen haben. Ist es auch. Sollten wir nicht eher Wände zimmern lassen von Porkworm? Ja, Mann. Das ist doch nicht schön. Es soll doch auch schön aussehen. Ein bisschen gemütlich vielleicht. Es soll nicht schön sein, es soll erstmal halten. Und Tücher sind doch viel flexibler. Die kannst du doch mal abnehmen und woanders hinhängen. Wände bist du so unflexibel. Genau. Danke. Naja, aber Madician, ich meine, wenn Wascher und Rondrio da erstmal zusammen schlafen, ich meine, da kannst du abends nicht mehr deine Bücher in Ruhe lesen. Wascher wird knallrot. Ja, Bücher lesen. Ah, ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Hm. Fühlst du dich einsam, Madician? Einsam? Naja, ein wenig vielleicht schon. Es ist doch viel schöner, wenn man weiß, dass das Leben um einen herum ist, anstatt sich in einem Zimmer mit vier Wänden einzuschließen. Also, Wascher kommt mal auf dich zu und nimmt dich in den Arm. Einfach so, also so schwesterlich gar nicht. Und drückt dich einfach mal an sich. Ja, Brindisi nimmt sie auch in den Arm mit einem breiten Lächeln. So schlimm ist es jetzt nicht, Wascher Gida. Ich komm schon ganz gut klar. Schon gut, du bist nicht allein. Wir sind doch jetzt, naja,
wundervolle Familie irgendwie. Ja, Wascha und ich haben auch gestern Abend ganz hübsche Mädels kennengelernt. Vielleicht können wir die ja heute Abend nochmal irgendwo treffen. Ephadaios, ihr wisst schon, dass das Frauen waren, die sich dafür bezahlen lassen, mit euch Reiherdienste zu überführen, ja? Ja, deshalb gehen wir zu denen nach ihrem Feierabend. Also ich meine... Ihr glaubt doch nicht, dass sie nach dem Feierabend ernsthaft noch Lust haben. Naja... Jetzt mal ehrlich. Naja, willst du das heißen, ich bin jetzt hässlich oder was? Nein! Die kleinen Mäuse, die stehen hier auf die großen Seemänner. Das meinte ich nicht, aber stell dich vor, ihr werdet ein Handwerker. Und ihr würdet 10 Stunden am Tag nichts anderes machen, als Bretter aufeinander hauen. Und dann kommt auf einmal jemand an und sagt, hey, könnt ihr für mich noch ein Brett hauen, vielleicht gratis? Würdet ihr es gerne machen? Nee, aber ich weiß. Seht ihr? Tagsüber auf der Seeadler habe ich immer geholfen, dass die Seeadler ein Schuss ist. Aber in meiner Freizeit, da habe ich meine eigenen Sachen geschnitzt. Also Porkworm würde das machen. Das war schon. Aber wer weiß, ob die das alle gerne tun. Ich habe ein paar damals von denen kennengelernt. Die gehören halt auch eher zu der Schicht, der wir angehören. Und die meisten machen das nicht besonders gerne. Ja. Die machen es halt fürs Geld. Ich meine, wenn da jemand ankommt, der so hübsch ist wie unser Schnucki hier, Rodrigo, dann, ich glaube, dann macht ihm das auch Spaß. Also Rodrigo geht da bestimmt nicht hin. Ja, da hat er jetzt auch dich. Wie war das in Pericum noch gleich? Ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Was war denn in Pericum? Ach, nichts. Doch, sag. Jedenfalls, wir sollten erstmal zusehen, dass wir zurück zum Grotto kommen. Damit wir Ephadaios unsere Unterkunft zeigen können, dann kann er sich vielleicht auch ein paar Gedanken dazu machen, wie die eingerichtet werden sollen. Ja, während des Laufens. Darüber sprechen wir später. Während des Laufens seid ihr dann auch angekommen und steht dann davor. Aus dem Inneren, die Doppelflügeltür steht immer noch offen. Ihr könnt das Sägen von Porkwurm hören. Könnt ihr aber auch Stimmen hören, die sich da wohl unterhalten. Und als ihr euer eigenes Kontor wieder betretet, könnt ihr nun sehen, dass nicht nur Porkwurm anwesend ist, sondern auch Potro, der da steht, mit seinen Armen verschränkt, Waffe irgendwie am Körper, wie so ein Söldner eben. Und in der Mitte flaniert Faerion mit einer unglaublich hübschen Frau. Sie ist nicht ganz so schön wie Wascha, aber dann doch schon, schon ziemlich gut aussehend. Und auch sehr reich und elegant gekleidet, auch mit einem schönen Kopftuch und ein paar goldene Ketten hier und da. Und Faerions Schuhe sind jetzt auch so aussehend, dass sie kleine Glöckchen haben, wie die Thulamiden es ebenso tragen, auch wenn er überhaupt kein Thulamide ist, sondern ein Halbelf. Aber flaniert da jetzt eben durch sein Haus und als sie dann reinkommt, meine Mithelden. Das sind meine Mithelden, die mir geholfen haben, das Enturium zu bergen von Maraskan. Darf ich vorstellen, das ist Shahana al-Virahil, Sal-Shiru Panu, As-Nasmeya, Fenek, Jamila. Er zwinkert euch zu. Aha. Seid gegrüßt, meine Damen. Die Dame. Sie haben mir geholfen, als ich das Enturium aus der Mine geholt habe. Und zum Dank bekamen wir alle dieses Kontor und flaniert dann so ein bisschen hin und her und zeigte dann halt so ein bisschen die Geschäftsräume. Ja, dann spielt er sich immer so auf. Normal nicht. Ich schließe daraus mal. Er hat doch gar nicht so viel gemacht. Bitte was? Er hat doch gar nicht so viel gemacht. Ja, lasst ihn ruhig. Ich will auf jeden Fall diese Geheimnisse mit dem Enturium ausplaudern. Ein Hahn schmückt sich aber nicht mit fremden Federn. Ich glaube, ihm ist es wichtig. Weil wir wieder auf See sind, wird er sich das abgewöhnen müssen. Boah, wir haben ja einen Dock! Was ist das denn? Ja, ihr habt das Schiff noch nicht gesehen. Ja, also, was ist denn jetzt mit dem... Ja? Ja, das ist noch kein Schiff. Ja, das wird geschleppt. Bald. Das gibt's schon, oder was? Oder brauchen wir das? Ich sagte doch, wie jetzt gerade, dass auf der Ukuri wohl ein wenig Leerstand herrscht. Achso, und das heißt, wir kriegen die Ukuri? Scheinbar. Ja!